Dankeschön für das Feedback. Dann starten wir jetzt rein. Also, ich wurde gebeten, die Session in Deutsch zu machen. Insofern, wenn jetzt jemand dabei ist, der kein Deutsch spricht, die Folien sind nach wie vor in Englisch, aber ich erzähle dazu eben in Deutsch. Dann starten wir ins Thema rein. Also es geht um Microsoft Teams Security und Compliance und einfach ein paar Erfahrungswerte, Best Practices, die wir jetzt gerade ja auch in diesem Jahr zu dem Thema sammeln konnten. Bevor wir anfangen, vielen Dank auch nochmal an die Sponsoren. Gerade in der Zeit ist das ja keine Selbstverständlichkeit, dass man Sponsoren für solche Events findet. Und damit dann tatsächlich rein ins Thema. Ja, mein Name ist Niki Borell. Ich bin als Berater im Bereich Office 365, Microsoft 365 Azure unterwegs. Und heute geht es eben um das Thema Teams Security und Compliance. Ich habe zumindest mal dem Level 300 Slot, den wir gleich nachher dann noch als Teil von dem Vortrag jetzt haben, auch einen Blogpost veröffentlicht. Hier der Link zu meinem neuen Blog, der sich so ein bisschen um dieses Security und Compliance Team dann auch fokussiert drehen wird. Worum geht's? Es geht jetzt hier an der Stelle darum, erstmal komplett mal mit all dem, was uns Office 365 und Azure und das Teams Admin Center etc. bietet, zu betrachten, was wir für Optionen im Kontext von Security und Compliance haben. Und dann auch pro Thema tatsächlich einfach mal ein paar Beispiele und Erfahrungswerte aus dem, was wir jetzt gerade auch so das Jahr über erlebt haben. Und das ist so der Kontext der Session, an der wir uns da jetzt entlanghangeln. So, jeder, der sich mit dem Thema Security und Compliance auf dem Microsoft Stack beschäftigt, hat in den letzten Monaten und Jahren zwei Dinge ein Stück weit erfahren. Das eine ist, dass Microsoft sich dort wahnsinnig erweitert hat und besser geworden ist. Also viele neue Funktionen und Features. Also so vor 5, 6, 7 Jahren war Microsoft eigentlich jetzt nicht irgendwie ein Unternehmen, das, wenn das Thema Security und Compliance aufkam, direkt in aller Munde war. Aber das hat sich ganz stark geändert. Damit einher ging aber auch, dass eben das Thema Security und Compliance unter dem Aspekt, was bietet denn eine Microsoft, nicht mehr so funktioniert, wie das eben vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Vor einigen Jahren konnte man sagen, naja, dann schauen wir mal, was Microsoft an Features hat und gucken mal, ob da was dabei ist, was jetzt beim Kunden oder im Projekt genutzt werden kann. Stand heute haben wir, was das Thema Security und Compliance angeht, einfach eine Komplexität, die wir aus vielen anderen Themen auf Microsoft Technology Stack schon so ein bisschen länger kennen. Also ich selbst komme ursprünglich aus dem SharePoint-Bereich und dort kennen wir eigentlich schon, ja, seit SharePoint 2007, allerspätestens SharePoint 2010, so dieses klassische, diese Frage, wann nutzen wir denn welches Feature oder welches Feature nutzen wir denn jetzt, um eine Anforderung abzudecken? Also der Klassiker, früher noch in den On-Premises-Zeiten, SharePoint Tasklisten oder Outlook Aufgaben. In der Zwischenzeit mit SharePoint Online, Office 365 und Teams ist dieses When to use what natürlich ein viel, viel komplexeres Thema geworden. Und nicht zuletzt sind wir auch in der Zwischenzeit, wenn wir über Microsoft Teams reden, beziehungsweise über Microsoft Teams und Security, genau an dem Punkt. Also wir haben viele verschiedene Features und es ist ein Stück weit die Frage, welches Feature nehme ich denn jetzt, um Security-Aspekte zu adressieren. Also mache ich es mit Cloud App Security oder reicht mir vielleicht Conditional Access, was mit einer kleineren Lizenz auch schon abzudecken wäre. Und die Erfahrung ist so ein bisschen, dass genau das, was in den Kommunikations- und Kollaborationsthemen funktioniert hat, um diese Fragen zu beantworten, auch im Security-Kontext ein sehr probates Mittel ist. Nämlich nicht damit zu starten, zu schauen, was gibt es denn da für Features und für Knöpfchen und für Schalter, die man vielleicht drehen und bewegen kann, sondern zu sagen, okay, lieber Kunde, liebes Unternehmen, liebe IT-Abteilung, was möchtet ihr denn erreichen? Also über die Szenarios zu starten und dann in einem zweiten, separaten Schritt auszuarbeiten, mit welchen Features und Funktionen und am Ende vom Tag natürlich auch Lizenzen diese Anforderungen dann am besten zu bedienen sind.
Ganz generell von der Herangehensweise, auch speziell im Kontext Teams, müssen wir zwei initiale Fragen oder Unterscheidungen treffen. Das eine ist, reden wir davon, den Inhalt, der in Teams hinterlegt ist, zu schützen? Also im Sinne von, ne, da liegen Dokumente in Channeln, wir wissen ja alle in der Zwischenzeit im Hintergrund in SharePoint. Oder geht es darum, irgendwie Chatnachrichten dann zu schützen, dass da niemand was rauskopiert und das vielleicht irgendwie per WhatsApp oder wie auch immer weiterleitet? Das ist das eine Szenario. Und das andere Szenario, das untere, ist, geht es darum, den reinen Zugriff auf Teams, sowas wie mit MFA doppelt abzusichern, zu schützen, zu sagen, nein, nein, nur spezielle Benutzer oder spezielle Gäste aus speziellen anderen Azure Active Directories etc. dürfen zugreifen. Also das sind zwei initial unterschiedliche Themen, gerade auch wenn es dann darum geht, die Frage zu beantworten, welche Features dafür zum Einsatz kommen. Starten wir mal ganz simpel, Level 100, was können wir denn in Teams per se machen? Also nicht im Teams Admin Center, sondern wirklich in der Teams App per se. Und da kann der Owner von einem Team tatsächlich eben dann in den Settings von seinem Team hier diverse Dinge konfigurieren, die sich dann aber auch wirklich nur auf dieses eine Team auswirken. Also das ist auch etwas, was wir von zentraler Stelle tatsächlich nur sehr bedingt kontrollieren und steuern können. Klar, wenn ich Gäste nicht zulasse, dann muss ich mir auch keinen Kopf darüber machen, ob ein Owner vielleicht für die Gäste dann irgendwie was konfiguriert hat, was man nicht möchte. Aber per se ist das, was wir hier in dem Screenshot sehen, in der Hand des Teams Owners. Ich schaue mal gerade hier mit der Teilenfunktionalität, dann können wir uns das nämlich auch mal gerade direkt im System anschauen. Nee, leider hat das jetzt gerade so ad hoc nicht funktioniert. Und jetzt für die Demo überspringen wir das mal gerade. Wir werden nachher in einen kompletten Demo-Slot abspringen. Da teile ich dann einfach mal einen kompletten Desktop und dann funktioniert es einfacher. Gehen wir mal so ein bisschen weiter. Wenn wir dann wirklich mal über das Teams Admin Center sprechen, sind die Optionen und die Möglichkeiten, die wir haben, natürlich deutlich komplexer und weitreichender. Ganz generell, ich habe das mal hier so ein bisschen High-Level zusammengefasst und schon mal unterschieden. Also wir haben die Möglichkeit, wirklich Hardcore-Security-Themen zu adressieren, also Hardcore im Sinne von wirklich nativ IT-Security betreffend. Und auf der anderen Seite Themen, die ganz oft auch so Richtung Governance-Thematik eben ablaufen dann. Im Sinne von die Möglichkeit schon zu steuern, dass verschiedene Gruppen innerhalb eines Meetings zum Beispiel verschiedene Rechte haben, verschiedene Apps zur Verfügung haben, etc. Das ist an der Stelle initial erstmal eher ein Governance-Thema. Also wer darf denn welche Apps nutzen? Wer hat denn die Möglichkeit, nur den Jira-Connector vielleicht mit zu integrieren, etc. Natürlich ist auch das im weiteren Schritt dann irgendwo irgendwann mal ein Security-Thema hinsichtlich, welche Daten werden da abgelegt und wer kontrolliert vielleicht dann auch, was mit diesen Daten passiert. Aber prinzipiell sowas wie Guest-Access, also dürfen Gäste zugreifen und wenn ja, über welchen Prozess, das ist eher ein IT-Security-Topic und von daher so ein bisschen das Ganze mal separiert. Ganz allgemein. Eine weitere Unterscheidung, gerade wenn man das mathematisch erarbeitet, ist, dass wir im Teams Admin Center Settings haben, die sich dann für die komplette Teams-Umgebung, also für den kompletten Tenant auswirken. Hier mal als Beispiel diese Frage, welche weiteren Cloud Storage Endpunkte stehen denn innerhalb von Teams zur Verfügung? Ne? Oder das Thema Guest Access. Also das ist etwas, was an der Stelle wirklich für den kompletten Tenant konfiguriert wird. Während in dem Moment, wo wir die Möglichkeit haben, mit Policies zu arbeiten, wir schon sehr separat schauen können, welchem Benutzer bzw. eher welchen Gruppen innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Instanz stehen denn welche Funktionen im Detail zur Verfügung. Auch da, gerade beim Planen, beim Herangehen, beim Erarbeiten, sind das einfach Rahmenparameter, die man vorher einfach mal besprechen muss, die man klarstellen muss. Ja, und damit gehen wir mal tatsächlich dann in eine Demo. Ich teile mal meinen kompletten Desktop.
Okay, so. Melde mich immer auf meinem Test-Tenant an. Im Kontext Security und Compliance haben wir dort eben natürlich das Thema Teams Admin Center mal so als initialer Einstieg. Und im Thema Teams Admin Center sehen wir schon hier auf der linken Seite, ne, ist eine sehr lange Liste an Dingen, die man dort einstellen kann, die man dort konfigurieren kann. Unter dem reinen Thema jetzt mal Security ist es ganz interessant, mit diesen org-wide Settings hier mal zu starten und dort den Bereich Teams Settings sich anzuschauen. Also dieses Admin Center von oben nach unten durchzugehen, das ist so, naja, klar, man kommt da auch zu den Ergebnissen. Allerdings wird man dabei feststellen, wenn man wirklich die Reihenfolge von oben nach unten wählt, dass man zwischen sehr vielen Themen immer wieder hin und her wechselt. Und deshalb jetzt auch von mir ganz bewusst dieser Einstieg hier in den Org-wide Settings und dann Teams Settings. Dort haben wir auch hier wieder so ein bisschen allgemeine Einstellungs- und Konfigurationsparameter, die natürlich auch immer irgendwo ein Stück weit unter dem Aspekt Security gesehen werden können. Allerdings erstmal, wenn man sich das so anschaut, Notifications, Feeds, E-Mail-Integration eher ein Compliance-Aspekt sind. Security auf jeden Fall das Thema File-Integration mit anderen Services. Also gerade sowas wie Dropbox etc. ist ja ein Service, der schon auch so ein bisschen, ja, sehr genau überlegt werden muss, will man den integrieren im Sinne von auch sowas wie Datenschutzgrundverordnung, also nicht, dass Dropbox dort komplett gar keine Anforderungen erfüllt, aber da gibt es natürlich auch immer noch ein paar Fragezeichen dabei. Das andere ist, mal so aus der Praxis halt auch gesprochen, wenn im Unternehmen, weil sich das einfach vielleicht über die letzten Jahre so entwickelt hat, ein Service wie Box, Dropbox, Google Drive, was auch immer, im Einsatz ist und da natürlich dann schon auch ein Stück weit Prozesse hinten dran sind, ne? Datenaustausch mit Kunden vielleicht etc. oder sowas, oder Datenaustausch innerhalb von einem Team, innerhalb vom Unternehmen, dann kann es natürlich schon ein interessanter Aspekt sein, zu sagen, man lässt Dropbox dann erstmal zu, plant dann sukzessive eine Migration zum Beispiel nach OneDrive oder eben nach SharePoint und schaltet es dann in ein paar Monaten oder je nachdem, wie lange es dauert, nachträglich ab. Das sind so die Optionen, die wir hier haben. Ein anderer Punkt, wenn wir jetzt hier gerade im Admin Center sind, im Bereich Security und Settings, ist hier im Bereich Teams Apps zu finden. Und zwar regeln wir darüber eben, welche Apps den Anwendern, also welche Third-Party oder aber auch Microsoft-Apps den Anwendern tatsächlich dann zur Verfügung stehen. Man sieht jetzt hier schon in dieser Übersicht, ne, es gibt hier bei mir auf meinem Demo-Tenant auch Apps, die sind blockiert, beziehungsweise manch andere sind erlaubt. Das ist an der Stelle wieder eine tenantweite generelle Einstellung, die ich hier erstmal in dem Bereich Manage Apps treffe. Und zwar hier oben bei diesem Org-wide App Settings-Punkt kann ich eben konfigurieren, wie ich generell mit Apps umgehen möchte. Wenn das gleich geladen hat, sehen wir, wir haben dort die Option, entweder die reinen Microsoft-Apps zu adressieren, beziehungsweise eben auch für Third-Party-Apps, beziehungsweise für selbstgeschriebene Apps, also selbst im Sinne von, die hat entweder ein Dienstleister oder jemand aus der IT geschrieben und die ist im Azure AD registriert des Unternehmens. Das ist immer die Voraussetzung über alles, was wir hier reden. Muss die Authentifizierung über das Azure AD gehen. Also hier kann ich schon sehr global auch schon mal wieder direkt sagen, nein, nein, also Third-Party-Apps erlaube ich gar nicht. Die Erfahrung zeigt, das wäre ein bisschen zu kurz gesprungen, ne? Also weil es durchaus sehr brauchbare Lösungen gibt von auch durchaus seriösen Anbietern, ne? Sodass man da jetzt keine Angst haben muss, Third-Party-App ist nicht immer gleich unseriös oder gefährlich. Beziehungsweise eben hier die weiteren Detaileinstellungen, die sich dann tatsächlich eben auf den globalen Tenant beziehen. Basierend auf dieser Einstellung, die ich unter Manage Apps global getroffen habe, kann ich dann hier in diesem Punkt Setup Policy regeln, welcher Gruppe innerhalb von Unternehmen welche Apps im Detail zur Verfügung stehen. Ich habe hier zwei Beispiele, diese Org-wide Settings App und die First Line Worker Policy, Entschuldigung. Das sind Default Policies und wenn wir da mal reinschauen, Global Org-wide betrifft also per se erstmal jeden im Unternehmen. Und man sieht, Global Org-wide ist hier zum Beispiel diese Adobe Creative Cloud mit rein konfiguriert und die Möglichkeit, Custom Apps tatsächlich hier zu pinnen bzw. hochzuladen. Während, wenn ich mal gerade eins zurückgehe,
Die Policy, die First-Line-Worker betrifft, die ist hier komplett restriktiv. Also nein, die dürfen keine eigenen Apps hochladen und die haben auch per Default keine Apps, die sie schon gepinnt bekommen in dem Moment, wo sie Teams öffnen. Also das sind mal so jetzt zwei Beispiele, wie man das umsetzen kann. Natürlich, die Realität zeigt, es ist meistens ein bisschen komplexer als jetzt nur org-wide und irgendeine andere, zum Beispiel für First-Line-Worker. Auf der anderen Seite, das ist bei Policies generell so ein bisschen eine Empfehlung, das ein Stück weit zu konsolidieren. Also wenn man da am Schluss jetzt dann 15, 20 oder noch mehr Policies hat, wird das irgendwann auch vom Management her dann ein sehr komplexes Thema. Also sowas wie 3, 4 oder vielleicht 5 Policies, je nach Szenario, das man im Unternehmen hat, das ist schon ein guter Best-Practice-Ansatz. Okay. Dann wechseln wir mal zurück. Auf die PowerPoint-Folien. Also hier haben wir gerade nochmal auf den Folien jetzt auch dieses Beispiel, was wir gerade in der Demo gesehen haben, mit diesen unterschiedlichen Settings basierend auf unterschiedlichen Policies. Nächstes Thema, Teams Admin Center, sind wir gerade in der Demo schon durchgegangen. Ich habe das jetzt gerade mal so ein bisschen konsolidiert, um nicht dauernd wechseln zu müssen. Schauen wir uns an, was wir im Kontext Teams Security mit dem Azure AD machen können. Also jetzt verlassen wir quasi das, was rein nur im Teams Kontext und mit dem Teams Admin Center oder der Teams App konfigurierbar ist, sondern schauen uns an, was geht im Bereich Azure Active Directory. Und das ist eben dieses Thema Guest Access in Teams. Ich habe es mal hier direkt schon auf dem Screenshot, wo man sehen kann. Also auch das konfiguriert man unter den org-wide Settings und dort unter dem Punkt Guest Access. Und man sieht jetzt hier in dem Screenshot, Guest Access ist hier erlaubt. Und das Ganze basiert aber auf der anderen Seite auf den Einstellungen im Azure Active Directory, hier auch mal gerade als Screenshot gezeigt. Also in dem Moment, wo ich hier im Azure Active Directory sagen würde, Guest Access ist nicht erlaubt, könnte ich hier im Teams Admin Center diese Funktionalität auch nicht nutzen. Also das ist wirklich hierarchisch zu sehen. Zwischendrin genau das Thema dann eben auch mit Microsoft 365 Groups beziehungsweise Sharing-Funktionalitäten in SharePoint und OneDrive. Also der Master ist hier das Azure Active Directory. Insofern auch das natürlich eine ganz wichtige Sache, wenn man sowas dann im Projekt erarbeitet. Wenn man so einen Workshop hat mit Fachanwendern, die natürlich schon sagen, in aller Regel, na klar, wollen wir mit externen kollaborieren. Und dann muss das eben aligned sein mit dem, was man vielleicht in einem anderen Workshop mit dem IT-Team besprochen hat, sodass das am Ende vom Tag dann auch ein durchgängiges Szenario ist. Gucken wir uns mal ein paar Advanced Settings an. Also das wären mal High-Level zusammengefasst einmal die Möglichkeit, die wir mit Sensitivity-Labels haben. Dann eben das Thema Conditional Access bzw. Application Policies. Auch hier gucken wir uns jetzt gerade erst noch mal kurz die Folien an und dann springe ich nochmal wieder rüber in die Live-Demo. Sensitivity Labels, das ist tatsächlich jetzt hier noch ein alter Screenshot. Bei der Ignite oder um den Dreh der Ignite rum im September hat sich das Aussehen von diesem Dialog ein klein bisschen geändert. Die Funktionalität, die damit einhergeht, ist aber gleich geblieben. Wir können, wenn wir Sensitivity Labels konfigurieren, im Dialog in diesem Bereich Site and Group Settings definieren, was sich denn ändert oder wie sich es auswirkt, wenn ein Label zum Beispiel Internal Only, auf ein Team angewendet wird. Im Hintergrund technisch wird es auf die Group angewendet, die dem ja zugrunde liegt. Wirkt sich also genauso dann auch auf SharePoint und die anderen Artefakte, wie zum Beispiel Planner etc., der mit dem Team respektive der Group verbunden ist, aus. Also wir können hierüber reinsteuern, zum Beispiel es darf externe Benutzer geben, ja oder nein, beziehungsweise wie ist der Zugriff mit Unmanaged Devices. Jetzt muss man hier dazu wissen, ein Unmanaged Device ist aus Sicht Microsoft an der Stelle jedes Device, das nicht mit dem Intune, der Intune-Instanz aus dem Tenant gemanagt wird. Also wenn es eine andere Intune-Instanz ist, wie das wahrscheinlich bei externen Gästen in der Regel der Fall ist, oder sogar noch nicht mal Intune, sondern sowas wie AirWatch oder Mobile Iron, dann ist es aus dieser Perspektive grundsätzlich und immer unmanaged. Und ich könnte also hier schon sowas sagen, wie wenn dieses Label an ein Team vergeben wird,
darf niemand mit einem Unmanaged Device zugreifen. Also sowas wie, es gibt ein Label, das heißt Internal Only, und das vergebe ich einem Team, in dem vielleicht sowas wie Bilanzzahlen oder so diskutiert wird, dann wäre es nur möglich, mit einem Firmengerät darauf zuzugreifen. Vom Dialog in Teams, wir sehen es gleich in der Live-Demo, ist das beim Anlegen des Teams oder später auch natürlich im Bereich Management von Teams, kann ich es nachziehen, wenn ich es nicht beim Anlegen schon direkt mit erfasst habe. Eine andere Möglichkeit, die wir in dem Kontext haben, geht über Conditional Access. Wir können dort einerseits unter Cloud Apps schon sagen, na bitte, diese Conditional Access Policy soll sich bitte rein und ausschließlich auf Teams fokussieren. Das ist das eine. Und dann im weiteren Schritt sowas zu sagen, wie ich definiere jetzt hier eine Condition im Bereich Conditional Access halt und sage Zugriff nur mit einem entweder Hybrid Joint Device oder einem Device, das als compliant gemarkt ist, sprich in Intune gemanagt würde. Also das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel, wenn man Conditional Access sich schon angeschaut hat. Wir sehen es gleich in der Demo, da gibt es ganz viele Wenns und Abers, die man konfigurieren kann. So oder so habe ich die Möglichkeit, wenn das ein Szenario ist, die auch rein und ausschließlich zum Beispiel auf Teams zu fokussieren. Und das Dritte, das geht, ja, ne, klassisch der Name wäre Intune. In der Zwischenzeit ist das ja umgetauft worden und nennt sich Microsoft Endpoint Manager. Die Möglichkeit, dort sogenannte App Policies zu bauen. Das ist sicherlich ein recht eigenständiges Thema. Nichtsdestotrotz können wir es eben auch im Kontext Teams mit unterbringen. Und eine weitere Besonderheit, außer dass ich hier schon sehr explizit, wie der Screenshot auch zeigt, gesagt habe, das Ganze wirkt sich hier, diese Policy, nur auf Microsoft Teams aus, habe ich auch die Möglichkeit, eine Policy zu bauen für Unmanaged Devices. Also das Device muss nicht, das Handy muss nicht von mir in Intune gemanagt werden, damit ich eine App-Policy hinterlegen kann. Also klassisch so dieses Thema, externe Berater, Partner, Kunden, wie auch immer, die bei mir auf die Umgebung zugreifen, greifen ja mit einem Unmanaged Device zu, Unmanaged aus meiner Perspektive. Und trotzdem kann ich eine App-Policy bauen, die sich darauf auswirkt. Und dann zum Beispiel eben sowas hinterlegen wie, naja, dass eben Daten aus der Teams-Instanz dann irgendwo im Android oder im iOS-Backup landen. Wenn man das Ganze nach unten scrollt, das ist eine recht lange Liste, die man da konfigurieren kann, sind auch so Themen wie Copy-Paste von Chat-Nachrichten aus Teams heraus, um sie dann vielleicht per WhatsApp oder wie auch immer weiterzuleiten etc. Also von daher, das ist schon etwas, was sehr umfangreiche Möglichkeiten mit sich bringt, was wir mit diesen App-Policies haben. Gucken wir uns auch dazu die Demo an. Ich wechsle nochmal wieder das Screensharing. Also die Punkte, die wir uns gerade angeschaut haben, wären dann hier im Bereich einmal der External Collaboration, die wir hier innerhalb vom Azure AD haben. Ne? Und das wirkt sich eben nach unten auf die eigentlich M365 Group und somit im Hintergrund halt eben auch auf Teams aus. Das andere Thema Sensitivity Labels finden wir im Microsoft 365 Security Center. Ich habe jetzt mal hier, gibt da so ein paar Labels bei mir auf dem Testen. Wenn wir uns dieses Test-Label hier mal anschauen und wenn ich da draufklicke, dann öffnet sich eben dieser Dialog. Und hier in dem Dialog, sobald er geladen hat, sehen wir eben diese Optionen, die damit einhergehen. Und zwar, wenn ich hier unten schaue, Groups and Sites, ich muss mich da so mal kurz nach vorne klicken. So, Groups and Sites, kann ich jetzt eben, das ist der neue Dialog, von der Funktionalität her ist es nach wie vor das gleiche. Ich kann also hier sagen, Control External Sharing im Sinne von, darf überhaupt ein Externer dabei sein, beziehungsweise halt mit welchen Devices darf zugegriffen werden. Aus meiner Sicht ein wirkliches absolutes Must-Have, weil Azure AD Conditional Access ist auch schon Bestandteil der Azure AD P1 Lizenz, die in der Regel Kunden meistens ganz oft dann doch auch schon haben. Nicht zuletzt eben, um solche Features nutzen zu können, ist es eben hier Regeln zu bauen, indem man halt hier jetzt sagt, okay, ich möchte das zum Beispiel jetzt nur für Teams haben. Das ist immer noch so die Frage, ob das dann das realistische Szenario ist oder ob man nicht gleich sagt für komplett Office 365. Aber theoretisch können wir schon sagen, ich baue eine App, die sich nur auf Teams bezieht und habe dann eben hier diese ganzen Settings zur Verfügung, um eben das, was vielleicht vorher in einem Workshop mit dem Fachbereich ausgearbeitet wurde, technisch umzusetzen. Also sowas wie
Ein externer Partner darf schon zugreifen, darf aber vielleicht nicht downloaden. Ne? Oder ein externer Partner muss, weil er ja mit einem Gerät zugreift, das der Kunde selber nicht verwalten kann, grundsätzlich immer MFA nutzen. Solche Themen konfigurieren wir dann hier über Conditional Access. Das andere Beispiel, das wir noch hatten, war die Geschichte, die wir mit App-Policies haben. Schauen wir uns das gerade auch noch in der Demo an. Das passiert dann eben in dem Endpoint-Manager. Und dort im Endpoint-Manager, der ja per se jetzt wirklich dann Richtung Device-Management geht, also sehr viele komplexe Funktionen zur Verfügung stellt, haben wir eben unter dem Bereich Apps die Möglichkeit, App-Protection-Policies zu bauen. Das ist hier unten in dieser Sektion. Und wenn ich hier App-Protection-Policy auswähle, sieht man das Erste, wenn ich sage Create-Policy ist, ich muss sagen, für welches Endgerät, also für welches Betriebssystem, was einfach daran liegt, dass die Betriebssysteme im Detail unterschiedliche Funktionen ermöglichen. Und wenn wir jetzt hier sagen, ich baue es für ein Android und dann komme ich hier in diesen Dialog eben rein und kann dann eben entweder auch sagen, es soll grundsätzlich mal für alle Plattformen oder vielleicht zum Beispiel nur für unmanaged. Das wäre dann das Szenario, man baut eine Policy für Kunden, Partner, also externe, weil die Geräte werden per se immer unmanaged sein und habe dann die Möglichkeit hier zu sagen, okay, auf welche App soll sich es auswirken und auch hier kann ich eben wieder die Teams App auswählen. Und das entsprechend konfigurieren und dann habe ich hier im nächsten Step unter Data Protection eben all diese Möglichkeiten, um durchzusetzen, was dann eben nicht mehr sein darf oder auch sowas zu sagen, wie es muss mindestens ein PIN definiert werden für den Zugriff auf die Teams-Instanz in meiner Umgebung. Okay, dann wechsle ich mal wieder zurück zu den Folien. Kommen wir zu so richtig dann mal den erweiterten Szenarien. Hier muss man dazu sagen, diese erweiterten Szenarien gehen dann auch tatsächlich mit einem erweiterten Lizenzbedarf einher. Und zwar das Szenario ist wie folgt. Auch hier, wir gucken uns kurz die Slides und die Theorie an und dann zeige ich das Beispiel dazu. Der Zugriff auf Microsoft Teams funktioniert per se so. Ich habe einen User, der authentifiziert sich gegenüber meinem Azure AD, auch wenn er dort als Gast hinterlegt ist und dann greift er auf die Teams App zu. Die Möglichkeit, die wir jetzt hier haben mit Conditional Access App Control, was dann am Ende mit Cloud App Security umgesetzt wird, funktioniert eben so, dass ich auch hier die Teams App aufrufe, was eine gemanagte App im Azure AD ist. Also sprich, das können wir für alle managed Apps im Azure AD umsetzen und dann Cloud App Security als ein Proxy und zwar nicht nur als eine Art Proxy, sondern wirklich, wir sehen es gleich in der Demo, als Proxy, über den der Zugriff redirected wird, fungiert, bevor dann der Anwender tatsächlich Zugriff auf die Teams-Umgebung bekommt. Gucken wir uns das Ganze am Beispiel an. Wie funktioniert das? Dazu wechsle ich gerade nochmal wieder auf meine Demo-Umgebung zurück. So, ich bin jetzt hier in meiner Demo-Umgebung allerdings mit einem anderen Benutzer angemeldet. Und zwar sieht man es, wenn ich hier oben draufklicke, also angemeldet bin ich mit dem Oliver Hardy. Und der ist hier auch schon in Teams drin. Und man sieht hier oben an der URL, die URL ist microsoftteams.com.mcas, also Microsoft Cloud App Security.ms. Das Ganze wird also wirklich physikalisch vom Zugriff redirected. Wenn der User zugreift, merkt er das daran, ich habe das gerade mal hier vorbereitet, er bekommt beim Zugriff dieses Fenster eingeblendet, wo er also auch schon darüber informiert wird, dass der Zugriff jetzt über Cloud App Security entsprechend gemonitort wird. Die Erfahrung zeigt, allein, dass diese Meldung kommt, hält jemand, der vielleicht etwas im Schilde geführt hat, was er nicht tun soll, nicht tun darf, davon meist schon mal ab. Nichtsdestotrotz, mal angenommen, der Oliver Hardy ist jetzt ein ganz dreister User und sagt, ja, da stand zwar was von wegen monitort, aber das ist mir vollkommen egal. Und jetzt ist er hier in dieser Umgebung drin und findet dann hier in diesem Team unter Files eine Datei.
Und zwar sagt er, oh, das Word-Dokument, das ist ja super interessant, das hätte ich mal gerne hier, das lade ich mir mal runter. Also sprich, er markiert diese Datei und sagt dann eben Download. Und was dann passiert ist, dass tatsächlich, man sieht es gerade im Hintergrund, ein Download geschehen ist, da guckt man gleich rein, aber er kriegt ein Pop-up und wird darüber informiert, dass er eben nicht berechtigt ist, das Ganze herunterzuladen. Und wenn wir jetzt mal gucken, was wurde denn hier heruntergeladen? Es wurde nämlich nicht das File heruntergeladen, sondern eine Textdatei, die einfach auch nur noch mal das Gleiche sagt, nämlich dass er nicht die Files downloaden darf. Also das ist jetzt dieses Szenario mit dem Redirect über Cloud App Security gewesen. Gucken wir uns die Theorie dazu auf den Folien an. Und zwar funktioniert das wie folgt. Wir müssen innerhalb von Cloud App Security die Teams App als registrierte App in diesem Bereich Conditional Access App Control registrieren, sodass die hier, wie bei mir im Screenshot zu sehen, zur Verfügung steht, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass wir dann in der Lage sind, eine Policy in Cloud App Security zu bauen, die halt eben als Voraussetzung hat, es greift jemand mit Teams oder auf Teams zu. Die Möglichkeiten hier, man sieht, das kann man sehr separat auch für andere Services regeln oder ganz explizit sagen, okay, egal für jeden Zugriff auf Office 365, das hängt jetzt wieder von den Szenarien ab. Und dann in der Policy per se, das ist jetzt das, was wir gerade hier im Beispiel gesehen haben, die Möglichkeit zu sagen, ne, Block Download. Ich hätte hier, sieht man hier unten auch die Möglichkeit zu sagen, na okay, der darf schon downloaden, aber in dem Moment, wo der Download passiert, wird automatisch ein Information Protection Label applied. Also das ist auch ein sehr beliebtes Szenario im Sinne von, die Dokumente liegen zugänglich in Teams, aber in dem Moment, wo sie jemand runterlädt, werden sie mit einem Label versehen, um damit halt eine entsprechende Sicherheit trotzdem auch noch zu gewährleisten. Die Screenshots hier, das haben wir gerade eben in der Live-Umgebung schon gesehen, wie das aus Endanwenderperspektive dann aussieht. Und ich springe an der Stelle oder gucken wir uns gerade noch diese Folie an, also auch die Möglichkeit, Teams hier in Azure Sentinel zu integrieren über einen Connector. Und dann springe ich gerade nochmal in den letzten Minuten, die wir haben, bevor wir dann zu Q&A kommen, nochmal in die Live-Umgebung ab, wie das technisch konfiguriert wird, was wir eben im Beispiel mit dem Oliver Hardy gesehen haben. Ganz kurz zu der Folie. Es gibt oft die Diskussion dann innerhalb von einem Projekt, ja, jetzt Cloud App Security oder Azure Sentinel. Diese Frage, die muss gar nicht beantwortet werden im Sinne von entweder oder, weil wir an der Stelle die Möglichkeit haben, sowohl Cloud App Security als auch, wie dieser Screenshot hier zeigt, Teams nativ in Azure Sentinel zu integrieren. Azure Sentinel eben als klassische SIEM-Lösung, die dann eben aber keine Echtzeitüberwachung gewährleistet, so wie wir das gerade eben mit Cloud App Security gesehen haben, sondern dann immer so ein bisschen zeitversetzt, wenn die Logs aggregiert werden, funktioniert. Also insofern diese Frage, Sentinel oder Cloud App Security beantwortet sich eher aus der Perspektive, wer arbeitet damit. Wenn es jetzt wirklich um ein CISO geht, der vielleicht Live-Monitoring haben will und Echtzeitüberwachung, dann ist das Cloud App Security. Wenn es eher um sowas wie Reporting und Hunting geht, dann fokussiert das eher auf Azure Sentinel. Damit springe ich dann gerade nochmal in die Live-Demo ab. Und gehe hier nochmal auf diese Instanz, wo ich mit meinem Admin-User angemeldet bin. Hier sehen wir jetzt das, was wir gerade auf den Folien hatten. Also ich muss meine Office 365 Services hier in Cloud App Security unter Conditional Access App Control registriert haben. Und wenn ich das habe, habe ich dann die Möglichkeit, hier unter Policies entsprechende Regeln zu bauen. Gucken wir uns mal gerade die Regel an, die da gerade eben für den User Oliver Hardy gegriffen hat. Das ist nämlich die hier. Und dann sehen wir hier, also die fokussiert jetzt hier eigentlich sogar auf alle Office 365 Services und verbietet eben hier unten bei den Maßnahmen, dass er etwas herunterladen kann. Und hier ist dann dieser Punkt, ich könnte auch sagen, okay, der kann herunterladen, aber in dem Moment, wo er die Datei runterlädt, vergebe ich automatisch ein Label. Das ist das, was wir hier konfigurieren können. Von dem Prozess her, wie funktioniert das oder wie wurde das aufgesetzt, dass das für den Anwender gerade eben so ausgesehen hat? Der initiale Punkt ist an der Stelle eine Conditional Access Policy.
weil ich hier innerhalb von Conditional Access, das ist hier ne, MCAS Demo, so heißt meine Policy hier, und gucken wir mal rein, was hier konfiguriert ist. Ich sage also hier einmal, auf welche App soll sich es auswirken? Und jetzt können wir hier wieder sagen, okay, komplett auf Office 365 oder die einzelnen Apps separat. Und sage dann hier unten im Bereich Session Control, Use Conditional Access App Control, und das führt eben dann dazu, dass wenn diese Regel greift, der Zugriff wirklich physikalisch über Cloud App Security als Proxy redirected wird. Bedeutet, ich brauche für jeden Benutzer, den das betrifft, eine Cloud App Security Lizenz, zum Beispiel auch Bestandteil der EMS E5 oder der M365 E5 Lizenz. Und insofern ein Szenario, was ein Stück weit natürlich auch unter einer Lizenzaspekt, also sprich ein monetären Aspekt dann nochmal betrachtet werden muss, ob man das wirklich für alle User haben will oder vielleicht nur für die 50, 100, 200 User, die halt per se mit sehr sensiblen Daten arbeiten oder auf sensible Teams-Räume dann Zugriff haben. Ich gerade jetzt hier nochmal in der Live-Umgebung bin, können wir uns hier noch gerade anschauen. Das bin ich jetzt hier in Azure Sentinel. Also hier gibt es dann eben den Cloud App Security Connector, mit dem ich diese Daten hier wieder zusammenführe, beziehungsweise wenn ich eben schaue, hier für meinen Office 365 Connector sehen wir das, was wir auch im Screenshot hatten. Ich habe hier auch Teams mit connected, sprich die Audit Logs werden hier gesammelt und ich könnte dann über Azure Sentinel sowas wie Hunting machen im Sinne von, puh, da ist was in Teams passiert und jetzt möchte ich mal nachvollziehen, was da genau passiert ist. Da sind wir dann eben bei Azure Sentinel. Okay, ich gehe zurück zu den Folien. Machen wir gerade den letzten Punkt noch und dann haben wir noch Zeit für Fragen. Und zwar der letzte Punkt ist jetzt dann tatsächlich nochmal diese Zusammenfassung. Okay, vieles gehört, ne? Also Level 100 im Teams selbst als Owner bis hin zu so Features wie Cloud App Security, also Enterprise-Lösungen, für die man auch noch zusätzlich mehr Lizenzkosten hat. Wie geht man das Ganze an? Die Erfahrung zeigt wirklich, das Erste ist, mit den Szenarien und Prozessen im Unternehmen zu beginnen und die mal zu erarbeiten. Wie man das am Ende vom Tag macht, das ist aber gar nicht mal das Entscheidende. Also es gibt ja von Microsoft aktuell diese Accelerator-Workshops, da gibt es auch einen Security-Workshop dabei. Das kann man machen. Was wir in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, weil es natürlich für Unternehmen so ad hoc dann ein wahnsinnig priorisiertes Thema wurde, gemacht haben, ist, wir haben einen Design-Sprint-Workshop zum Thema Security in Teams oder generell in Office 365 gemacht. Auch das ist ein probates Mittel. Es geht ja darum, herauszufinden, was ganz konkret ist hier in dem Unternehmen jetzt wirklich der Punkt. Ne? Weil es ist am Ende vom Tag ein Unterschied, ob ich mit, naja, also wir haben zum Beispiel als Kunden eine Anwaltskanzlei, eine recht große, die haben natürlich da ganz andere Anforderungen oder auch externe Anforderungen, denen sie gerecht werden müssen, als jetzt ein Startup, ne? Oder ein Unternehmen, das vielleicht im Bereich Marketing tätig ist. Also von daher ist das der initiale Schritt. Und daraus ergibt sich dann so ein Stück weit eine Architektur, die ganz klar regelt, okay, was soll erreicht werden und was sind die Business Cases dazu? Es ist durchaus auch ein probater Ansatz, deshalb habe ich das mal hier so noch mit aufgeführt, um mal drüber zu starten, dass man sagt, lieber Kunde, wie sieht es denn aus? Ne? Externe Gäste in Teams, lieber Kunde, wie sieht es denn aus? Ist vielleicht aus der Historie sowas wie Dropbox im Einsatz, ne? Und sich an solchen Checklisten entlang zu hangeln. Mehr oder minder führt alles zu dem Ergebnis, dass wir sagen, okay, wir haben mal erarbeitet, um was es gehen soll und testen das jetzt mal. Ich habe noch kein Projekt erlebt, wo nicht innerhalb des Testings durchaus Dinge zurückkamen, wo vorher keiner dran gedacht hat. So dieses klassische, oh stimmt, haben wir ganz vergessen. Egal wie sicher man sich im Vorfeld war, alles beachtet zu haben. Und dann gibt es da halt wahrscheinlich nochmal eine Anpassung am Setup und da geht man in den Rollout. Und damit bin ich mit dem Vortrag soweit fertig. Ich gucke jetzt mal gerade rein, was es an Fragen gegeben hat.